Fast so lächerlich wie dieser erbärmliche Versuch von dem Kerl Super Saiyajin zu schreiben. Wie kann man das so verkacken? Was ist ein Super Saiyajin? Das stelle ich mir darunter vor. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Team of the Season Random Spieler. Wir sind heute wieder am Start und wir haben selbstverständlich neue SBCs und zwar einmal ein EFL Team of the Season Spieler und einmal ein Community Team of the Season Spieler. In diesem Video heute gibt es den Community Team of the Season Spieler und wir werden mit dem wieder eine Runde zocken. Dazu gibt es die Top-Partien-SBC, also die Packs dazu, indem wir natürlich auch ein Team of the Season ziehen könnten, den wir dann vielleicht sogar tauschen würden oder tauschen dürften. Also es wäre sehr schön eigentlich, wenn tatsächlich ich nochmal einen Spieler ziehen sollte, der irgendwas wert ist, um ein paar Münzen zu bekommen. Aber ob das der Fall sein wird, wir werden sehen. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. In den nächsten Tagen werden viele Videos kommen. Donnerstag und Freitag jeweils zwei, wenn alles nach Plan läuft. Und auch mal wieder Karrieremodus. Momentan ist Team of the Season Zeit, deswegen palle ich dazu die Videos raus. Auch weil ich nicht so viel Zeit habe, weil ich noch eine Hausarbeit schreiben muss bis nächste Woche Mittwoch. Aber keine Sorge, es geht ganz normal mit den Videos weiter. Es kommt auch der 111 Cup. Alles ist gut. Auf jeden Fall könnt ihr auf diesem Video, wenn euch das gefällt, dass viele Videos kommen, mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr täglich neue Videos haben möchtet. Videobeschreibung auschecken, IG Vault 6% Rabatt auf eure FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben, wenn ihr dann gerne Packs ziehen möchtet zum Team of the Season und mich damit unterstützen möchtet. Die gibt es da günstig und wie gesagt 6% Rabatt. Lohnt sich auf jeden Fall jetzt gerade in der Team of the Season Zeit. Ist es immer besonders gut da einzukaufen bei IG Vault. Dazu Instagram, Twitter, Facebook, AskFM. Alles in der Beschreibung für Fragen, für Bilder, für meine Meinung zu Real Madrid gegen Bayern, auf die ich in diesem Video auch noch eingehen möchte. Könnt dann alles auschecken und wir haben hier einmal das Community Team of the Season und die Top-Partien. Die schließen wir zuerst ab und ihr seht es oben. Ich habe leider ohne euch meinen 1000. Sieg mir geholt und zwar in den Squad Battles, denn ich habe mir natürlich, wie ihr auch gesehen habt im gestrigen Video, den Kollegen Akin Fenwa geholt. Hier übrigens FC Seoul und Suwon Samsung brauchte ich jeweils einen Spieler, habe ich geschafft, dementsprechend keine große Geschichte. Dafür gibt es ein Prime Electrum Spieler Set. Chelsea gegen Liverpool, zwei Spieler von diesen beiden Vereinen, also insgesamt mindestens 78er Bewertung, ein seltenes Electrum Spieler Set, was auch vollkommen okay ist. Dazu haben wir Club Brügge gegen Anderlecht, auch sehr nice und das Ganze ist auch relativ easy. Einmal Leo Rafaelov und links Onyekuro, genau. Onyekuro und sonst ein bisschen hier rumgewurschtelt mit Goldspielern und Silberspielern. Mindestens 72 Bewertung haben wir alles easy geschafft. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Barcelona gegen Real Madrid und da können wir gleich auf das Thema zu sprechen kommen. Einfach ein paar spanische Spieler, einen von Barcelona, einen von Madrid und dann hier noch Hector, Bender und Weiser und damit kommen wir auf unser Premium-Goldspieler-Set und natürlich auch unser 45-Caster, das Prime-Goldspieler-Set, was es auch in dieser Episode noch geben wird. Ja, was war da gestern los in Madrid? Also natürlich, ihr müsst wissen, dazu kommt auch ein Podcast am Sonntag. Ich bin ja großer Real Madrid-Fan, ich mag den Verein extrem gerne, schon seit Ewigkeiten und dementsprechend freue ich mich natürlich, übrigens das Team habt ihr jetzt lange genug angeguckt, denke ich mal, deswegen freue ich mich natürlich, dass Real es geschafft hat, weiterzukommen ins Finale. Zum dritten Mal in Folge, sie dann in jeder Saison als Trainer, hat das bisher geschafft. Aber natürlich war es bitter für Bayern, so auszuscheiden. Im Hinspiel waren sie die bessere Mannschaft. Real hat nicht viel gemacht, Real hat nicht viel hinbekommen, weil Bayern auch gut gespielt hat, gerade zu Hause. Und im Endeffekt, ja, haben sie aber nicht geschafft, das Tor mehrfach zu treffen. Und dementsprechend gab es halt eben nur das 1:2, was sie im Rückspiel definitiv hätten wettmachen können. Gar keine... Was? Non-Rail, 15K-Set. Naja, gut. Hätten sie wettmachen können. Sie hatten die Gelegenheit, sie hatten die Chancen. James beispielsweise, Lewandowski, der unterirdische Spieler gestern, hatte ich auch eine schöne Diskussion auf Twitter. Wie gesagt, da könnt ihr folgen, wenn ihr sowas sehen wollt. Ich finde persönlich, Lewandowski hat Bayern komplett im Stich gelassen. Einfach weil der, ich weiß nicht, ob es das Ego ist oder ich habe keine Ahnung, der spielt so schlecht teilweise und so unsichtbar. Ronaldo war auch unsichtbar, ja, aber trotzdem immer noch irgendwie stärker als Lewandowski, ich weiß nicht, also zumindest nicht viel schlechter. Das 1:0 relativ früh durch Kimmich, das war eigentlich so das Zeichen, okay, hier könnte wirklich was gehen, allerdings dann ganz, ganz schlecht verteidigt von sowohl Kimmich als auch Alaba und es steht relativ schnell, oha, ist das ein Info? Nein, aber es ist ein Board, das gucken wir uns natürlich an, Portugal, ZM, das kann nur André Silva sein, nee, João Mario, naja gut. Stand relativ schnell 1:1 durch Benzema und das muss schon was heißen. Ja, also den hat Alaba im Rücken komplett vergessen. Dazu hat der Kollege Kimmich einfach so Marcelo flanken lassen und viel zu viel Platz gelassen. Das darfst du auch nicht machen. Und dann stand 1:1. Und kurz nach der Halbzeit dann Fehler von Ulreich. Aber auch weil Bayern da sehr stark unter Druck gesetzt wurde von der Real-Offensive. Tolisso mit einem Rückpass. Ulreich vergisst, dass er ihn nicht in der Hand nehmen darf. Und ja, bereitet Benzema so den Weg zum Doppelpack und zum 2:1. Dann gab es noch den Ausgleichstreffer durch James, wo Navas beim Nachstoß nicht so gut aussah. Vorher war das gut verteidigt oder gerade noch so abgewehrt. Aber ja, sonst hat Navas halt alles gehalten. Bayern hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Torschüsse. Viel zu viele, aber sie haben ihre Chancen halt eben nicht genutzt. Und das ist aber ein Info, oder? Ja, das ist ein Info.
Aber wer ist es? Belgien? ZUM? Club Brügge, Hans van Aken. Wusste ich. Wusste nicht, dass er ein Team of the Week ist, aber es kann nur einer sein. Egal, immerhin in Form. Ja, Navas hat halt einfach alles zunichte gemacht, was für Bayern wirklich extrem bitter war, weil sie hatten die Gelegenheiten, ja. Aber sie haben die Chancen nicht genutzt und dementsprechend sind sie im Endeffekt selber schuld, dass sie eben nicht ins Champions-League-Finale eingezogen sind. Natürlich gab es auch die Elfmetersituation in der ersten Halbzeit noch, wo der Schiedsrichter einfach nicht ja, das Ganze richtig sieht. Ich dachte, er hätte Vorteil gegeben, weil Lewandowski danach die Chance ja noch versucht hat zu nutzen und den Abschluss gesucht hat. In FIFA beispielsweise gibt es dann ja, wenn man die Chance nutzt, teilweise nicht den Elfmeter, aber... Beziehungsweise es gibt halt den Vorteil, wenn du die Chance nutzt, ne? Also wenn du die Chance nutzt, also nicht das Tor erzielt, sondern die Chance halt quasi benutzt. Ihr versteht, was ich meine. Dachte, das wäre so auch, aber er hat gar keinen Vorteil gegeben, er hat es anscheinend gar nicht gesehen, er stand aber auch sehr ungünstig. Ja, ist natürlich bitter. Klar, ist bitter für Bayern, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber ist halt nun mal so. Das kommt vor und wer so viele Chancen vergibt und so miserabel die Chancen vergibt, der hat es halt auch irgendwo nicht verdient. Real mit sehr viel Glück natürlich im Finale, aber mich freut es. Wie gesagt, ich bin halt Real-Fan und dementsprechend freue ich mich aufs Finale zwischen wahrscheinlich Liverpool und Real, aber natürlich ist die Roma auch noch da und die kann auch einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn ein Tor fällt im Olympico heute Abend, dann, also für Rom, dann wird es nochmal richtig heikel. Letztes Set ohne Team of the Season Garantien und wir kriegen zwei, bei den Elektrum-Spieler-Sets kriegen wir zwei flache. Wie bitter ist das? Na, immer in Inform und ein Board, aber Jack Wilshere ist nicht das, was ich erwartet habe aus den Top-Partien. Also die Top-Partien liefen jetzt nicht unbedingt gut. Inui habe ich gerade eingetauscht. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja noch das Team of the Season Set. Und letztes Mal gab es da für mich den Fernando. Ich hoffe, dass es diesmal ein besserer Spieler wird. Und um den bauen wir natürlich jetzt das Team. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu Bayern gegen Real in die Kommentare schreiben. Und ja, mir sagen, was ihr glaubt, wer ins Finale kommt. Also wie das Finale aussehen wird. Beziehungsweise die zweite Infokarte wird dann da stehen und wer das Finale gewinnt, Real oder Liverpool. Ich glaube, dass Real im Finale besser spielen wird. Real, muss man auch dazu sagen, haben sich gestern ein bisschen zurückgehalten natürlich nach dem zweiten Tor, weil sie wussten, wir müssen nicht zwingend. Aber das war nicht intelligent, weil so hat Bayern viel zu viele Chancen bekommen. England, Stürmer Vardy. Oh, Jamie Vardy! 89! Damit kann ich leben! Das finde ich geil! Das ist eine richtig nice Karte! Die kann ich perfekt benutzen! Ich habe meinen Stürmer für mein Team. 97 Tempo, hoch Arbeitsrate ist nicht optimal, aber 86 Dribbling ist okay, 95 Abschluss, nur 88 Ruhe, das geht. Perfekt, der wird bei mir eingebaut, der spielt bei mir in der Weekend League. Ja, optimal, das ist wirklich richtig gut. Das ist wirklich richtig gut, weil momentan sieht mein, nicht die 111, sondern sieht mein Team, was ich benutze, folgendermaßen aus. Ihr kennt es, ja, ich habe ja dummerweise, ich weiß gar nicht, das Video habe ich glaube ich nicht hochgeladen, ich habe die Modric-Challenge verkackt, weil ich, ja, zu spät war. Nee, doch, ich war zu spät bei Dempsey. Ich habe Dempsey nicht gemacht, deswegen konnte ich mir Modric nicht holen, deswegen habe ich mir 125k-Set geholt. Momentan sieht das Team so aus, aber Origi wird immer ausgewechselt für den Kollegen Hernandez, aber jetzt kann ich Hernandez, der zwar gut war, aber auch nicht so überragend, verkaufen und dann stelle ich einfach Vardy in den Sturm. Der ist ein bisschen im Preis gedroppt, das weiß ich. 284.000, aber noch nicht zu dramatisch. Ich habe ihn für 306 gekauft. Danke, du hast mir ganz, ja, du hast mir ordentliche Dienste erwiesen. Das war nicht überragend, aber es war okay. So, dann stelle ich nämlich ganz einfach wieder Origi nicht auf die Bank, sondern da kommt wieder Mbappé hin. Zack, zack. Dann kommt De Bruyne in Sturm. Vardy auf die 10 und ich tausche die in-game, weil ich sowieso auch Crespo auf die rechte Seite stellen muss. Ich bin gespannt, ob Vardy mich überzeugen kann. Grundsätzlich, ja... Die Möglichkeit besteht, dass er mich überzeugt, aber ich halte es nicht für so wahrscheinlich wegen den hohen Arbeitsraten. Aber mal sehen. Ja, auch keine Forster-Skills, was ich ganz gerne hätte, aber ich kann damit leben, weil immerhin hat Pjanic Forster-Skills, Crespo hat auch Forster-Skills, nein, Golan leider nicht, aber das geht schon ganz gut klar. Also ich bin begeistert davon, dass ich Vardy gezogen habe. Ich mache den mal kurz zum Mittelstürmer und baue dann noch ein Team für die heutige Episode und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Team ist gebaut, der Name fehlt noch, ja. Ich habe leider Gottes nicht den heiligen San Ika einbauen können. Ich wollte, aber es hat sich dann nicht ergeben, einfach aufgrund dessen, dass ich Albiol nicht im Verein hatte und ich hätte Albiol benutzen müssen, beziehungsweise einen anderen spanischen Innenverteidiger und habe ich lieber Marcano genommen, vor allem, weil wir dann zwei Non-Rare-Innenverteidiger haben, was irgendwie ganz cool aussieht im Vergleich. Und ja, der Name des Teams wird What Does The Fox... Okay, what, ja, okay. Wir machen das noch ein bisschen anders. Wir haben im Tor auf jeden Fall Reina, ihr werdet es gleich sehen. Davor haben wir Meret zusammen mit dem Kollegen Vizjaiko auf rechts. Als Innenverteidiger steht da Numero Dorse Marcano. Dann Juri auf links, damit wir möglichst viele Liegen drin haben. Santi Cazorla,
ja, hoffentlich spielt er irgendwann nochmal Fußball. Dann Camacho zusammen mit Saul. Ich weiß nicht, warum Camacho und Mere immer noch so teuer sind. Vielleicht ist die Kulturaustausch SPC immer noch da. Firmino und Jesus und natürlich Jamie Vardy mit seinen genialen Werten. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ligen, glaube ich. Ja, 6 Ligen und 4 Nationen. Also passt auf jeden Fall. Ich suche einen Gegner und wir sehen uns. So, Gegner gefunden, Team ist stark von den Werten her und ja, natürlich, also Einzelspiele spielen anscheinend nur noch komplett Geistesgestörte. Wir haben Walker in Form, Aurier, Touré, Fernandinho, alles als Special-Karten, Alisson, Team of the Season, Manolas, Nainggolan, Sandro und vorne Kluivert, Henri, Hernandez und Del Piero. Also, das ist schon brutal. Schön in den Lauf gespielt von Jamie Vardy, das sind genau seine Situationen. Schlechter Abschluss von mir. Hätte ich normal schießen müssen und nicht als flachen Schuss, aber das zeigt schon, der Kerl weiß, was er machen muss, auch mit seinen Hoho-Arbeitsraten. Wie gesagt, ich bin bei sowas extrem affin darauf, dass die gut sind, die Arbeitsraten, und Hoho ist halt für mich nicht sonderlich gut. Aber ich glaube, mit Vardy könnte das trotzdem funktionieren, weil der ist halt so ein Arbeitstier auch in Realität, der quasi immer unterwegs ist. Der war süß, der Kopfball. Man muss natürlich sagen, dass Vardy jetzt gerade in diesem Spiel hier mit Walker den ungünstigsten Gegenspieler hat, den er irgendwie haben kann, weil Walker halt der Einzige ist, der mit dem Tempo irgendwie mithalten kann. Aber vielleicht kommen wir ja trotzdem irgendwie nochmal in Situationen rein. Wir haben ja gerade schon einmal gesehen, wie es funktionieren könnte. Hört einfach auf zu laufen, juckt ihn nicht. Denkt, er wird gefoult, bewegt sich keinen Schritt mehr weiter. Besten Dank, Saul. Natürlich soll man da den Torwart nicht raus, aber wie viel Pech kann ich denn haben, dass der den ausgerechnet dahin spielt, auch wenn ich schießen drücke? Ah. Also der Gegner steht defensiv wirklich gut, er spielt wirklich gut. Ich kann wenig beanstanden von meinem Team, die machen das eigentlich ganz ordentlich, aber er steht halt einfach zu gut. Camacho macht den Ausgleich, sehr, sehr gut. Nach einer Ecke von Vardy im Endeffekt, auch wenn die nicht sonderlich gut kam. Ich weiß auch nicht, warum ich es mit ihm schieße, wenn er angewählt ist automatisch. Ja, erstmal wichtig, weil Ausgleich. Na, Ballername. 86 Dribbling hat er, ja, also eigentlich die perfekten Voraussetzungen, dass das auch vernünftig läuft mit ihm. Allerdings war das wirklich nicht sonderlich gut da in der Situation. Jetzt der Doppelpass mit Jesus kommt auch nicht an. Ja, wir haben auch ein bisschen, ich sag mal, Pech mit Vardy. Perfektes Tackling von Marcano. Reina! So gut platziert war der nicht. Da macht er die Vorlage. Ja, immerhin. Jamie Vardy, da hat sich sein Tempo ausgezahlt auf jeden Fall, weil ich glaube, sonst wäre es da sehr schwer gewesen, hätte nicht das Selbstvertrauen gehabt, nicht in die Mitte zu ziehen, sondern einfach die Linie runterzugehen und irgendwie in 16er reinzukommen. War schon stark gemacht, muss man sagen. Von Vardy. Dieses Tor passiert nicht ohne den Lag. Nicht den im 16er, das hat er nicht schlecht gemacht, sondern den davor, wo ich lang genug den Pass drücke, aber er ihn zum Spieler spielt, der direkt neben ihm steht, anstatt direkt zu Camacho, der besser stand. Mann, es ärgert mich, dass dieses Spiel so beschissen ist von den Servern. Ja, guck dir das mal an. Diese kleinen Mikro-Lags anscheinend, die machen das ganze Spiel so kaputt. Allein auch der Input-Lag ist so. Guck dir das mal an, das ist doch einfach scheiße. Es ist so verzögert alles. Das kann keinen Spaß machen. Die verkaufen das als fertiges Spiel. Meine Güte nochmal, Alter. Das ist eine Firma mit Milliarden von Umsätzen. Und kriegen es nicht gebacken, vernünftige Server zu kriegen. Hauptsache bei Footchamps, weil da steckt ja auch Geld für EA drin. Ich meine, guckt euch diese Lags an. Das behindert einen so heftig beim Spielen. Guckt euch das mal an. Danke, dass der Spieler jetzt endlich mal gewechselt wird. Mein Gott. Also Vardys Laufwege. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ich habe natürlich auch keine Anweisungen gegeben jetzt, aber das war so schlecht. Der ist viel zu spät losgelaufen, überhaupt nicht in freien Raum oder irgendwas nach der Ecke. Obwohl die perfekte Kontergelegenheit hatten. Das war schon ein bisschen traurig jetzt gerade, aber noch trauriger ist diese Verbindung. Wir hoffen aber, dass es im zweiten Spiel besser wird. Das kannst du ja keinem antun. So, nächstes Spiel. Wir spielen gegen Bolasi, Foot Birthday, Sissoko und Kouyaté's Foot Birthday. Dazu Firmino, Team of the Group Stage, alles in allem Premier League Team.
Und der Kollege, der ist ein Team Suchuk heißt irgendwie Super Saiyajin, also ein ganz trauriger Versuch, Super Saiyajin zu schreiben. Emir. Und sein Team heißt Ich mach Skills. Ich gehe davon aus, er ist deutsch. Aber wie kann man denn Super Saiyajin so verkacken? Ihr werdet sehen, wenn er am Ball ist. Da war's. Habt ihr es gesehen? Was ist das? Wirklich, langsam frage ich mich wirklich, ob man mein Pech irgendwie buchen kann. Das ist ja nicht mehr feierlich. Dass er da durchkommt, okay, dass er bei gegen Pfosten geht, ist dann Glück. Aber dass der bei 4 Spielern von mir im 16er zum einzigen von ihm kommt, der dann noch irgendwie irgendeine Chance hat, dran zu kommen. Und was ist das für ein Pass? Ey, ich komme nicht mehr klar. Wie schlecht kann man das verteidigen? Vor allem, da kann ich ja nichts machen. Ey, seit wann klappen diese Pässe vors Tor überhaupt wieder? Ich könnte kotzen, wirklich. Immerhin mein Abschluss von Wadi, direkt nach dem Anpfiff. Ey, ich muss noch zurückkommen. Sehe ich nicht ein hier. Gegen Super Saiyan. Junge, ey, nicht mal schreiben kann er. So. Anschluss durch Saul. Nimm den Ball, Junge. Also Wadi, ja, aber Abschluss bisher, nein. Also ich meine, dafür, dass er so einen starken Abschluss hat, ist es bisher echt noch nicht gut. Und warum steht da keiner? Das war so ein leichter Lupfer und der tut so, als ob ich 700 Schusskraft gedrückt hätte. Wie viel Glück kann man haben? Wie viel Glück kann man haben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Der ist so schlecht. Alter Schwede, ey. Ich mach Skills. Hat einen Skill-Move bisher gemacht mit seinem scheiß Bulazzi. Alter Schwede, ey. Alter. Langsam stelle ich wirklich hier alles in Frage. Also, es kann ja wohl nicht mehr sein. Yo, wieder zu ihm, ist klar. Wollen wir nochmal einen Pass zu ihm spielen? Oh, fast. Ey, meine Fresse nochmal. Und Wadi, jetzt komm. Jetzt mach mal Tempo. Du hast 97 Speed. Und Kuyate holt auf! Es kann doch nicht sein, dass Saul alles machen muss. Wadi ist mein Stürmer. Mann! Natürlich. Genau in dem Moment fängt es wieder an zu laggen. Besten Dank dafür, EA. Ich liebe euch, ihr. Warum nimmst du deinen linken Fuß, wenn du Rechtsfuß bist? Ich hasse es. Diesmal wollte ich den linken nehmen, aber natürlich macht er den auch wieder nicht rein. Warum habe ich auch den schlechtesten Schützen, den es überhaupt irgendwie gibt als Rechtsverteidiger mit Vijayko? Ich habe noch nie gesehen, dass der ein Tor gemacht hat. In FIFA. Da haben wir es doch. Na, endlich. Wurde aber auch Zeit. Jawohl, Jamie Vardy, wir schaffen es doch noch. Wir machen das Tor mit Jamie Vardy. Es ist unglaublich, dass das geklappt hat. Ich bin begeistert. Was? Warum wechselt der zum Torwart zweimal? Alter Schwede, ist dieses Spiel lächerlich. Fast so lächerlich wie dieser erbärmliche Versuch von dem Kerl Super Saiyajin zu schreiben. Wie kann man das so verkacken? Was ist ein Super Saiyajin? Das stelle ich mir darunter vor. Oh Mann, Firmino. Ich weiß auch nicht, warum ich da einfach abschließe. Vielleicht habe ich darauf spekuliert, dass der Ball ein bisschen weiter nach vorne kommt. Nein, nein! Wie kann man so viel Glück haben? Es ist unglaublich, es ist nicht in Worte zu fassen. Alter Schwede, ey. Ich glaube, mit Engländern sollen wir einfach nicht gewinnen. Es ist wie im Elfmeterschießen in der letzten Episode mit Akinfenwa und Paul. Das ist unfucking fassbar, wirklich. Also, da fehlen mir halt echt die Worte, wie man so ein Glück und so wenig Skill haben kann.
Der Typ nennt sich noch Ich mach Skills. Die einzigen Skill, den er gemacht hat, ist ein verkackter Übersteiger. Und ein, also wirklich verkackter, er hat es nicht geschafft, den richtig zu machen. Ah, Vardy, du Maschine. Und ein verkackter, im wahrsten Sinne des Wortes, Roulette-Spin. Ah. Oh, Gottes Willen, Alter. Wie weit will der Ball denn wegspringen? Der hat gar nicht so viel Kraft, dass der so weit wegspringen kann. Dummes Foul. Sehr, sehr dummes Foul von Kuyat. Ja, ich glaube, der hat schon 2 Tore gemacht, also von daher will ich mich nicht beschweren. Sache ist nur, ich und Elfmeter, das ist ja so eine, ja, war sowas von klar. Ich hasse FIFA. Was war das für ein wacker Abschluss beim ersten Mal? Das war ein flacher Schuss, aber kein angeschnittener. Und er macht den angeschnittener. Super Saiyan. Ich fass es nicht. Alter Schwede, das kannst du echt keinem mehr erzählen, ne? Wie viel Pech kann ein Mensch haben in diesem Spiel? Schon wieder? Der macht schon wieder. Ich habe in eine lange Ecke gedrückt und einen flachen Schuss und er macht schon wieder irgendwas mit der Innenseite. So ein komplett schwaches Ding da und will in eine kurze Ecke hauen. Was soll denn das? Ich drücke das doch nicht. Ja. Gut. Einmal Glück. Einmal Glück. Giannini, danke. Was für ein schönes Ende dieser Episode. Das war's von der Jamie Vardy-Episode, ja. Und wir gewinnen das zweite Spiel. Verdient im Endeffekt, wie ihr auch an den Stats sehen könnt, mit 6:5 nach Verlängerung. Ach ja, Jamie Vardy, gute Karte auf jeden Fall, kann man nichts gegen sagen, Arbeitsrat nervt mich noch ein bisschen, aber mit Anweisung müsste das funktionieren, hat einen guten Abschluss und ich denke, meiner Weekend League wird er besser performen als hier. Das war's für die heutige Episode, für das heutige Video, morgen gibt's dann wieder ein EFL Random Team of the Season, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.